Ihr kennt die Warte Pfeife. mal. Das heißt, es ist jetzt 11 Uhr. Nochmal ganz kurz, herzlich willkommen, dass ihr alle dabei seid. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Es geht heute über Standardisierung im Werkzeugbau. Tomek, ich übergebe dir mal das Wort und mach die anderen Mikros aus so lange. Ja, was meinst du bitte an? Ja, ist an. Okay, sehr gut. Also auch Ralf, danke an dich für dieses Event, nenne ich es jetzt mal. Ein bisschen Normalität in unserem Alltag heute, wo es doch sehr medial um das ein oder andere Thema oder eigentlich nur um das eine Thema geht. Super Sache. Vielen Dank dafür auch, dass wir hier was dazu beitragen können. Genau, also kurz zu mir. Mein Name ist Tomek Kavala. Ich bin bei der Tebis in der Beratung, also im Consulting tätig. Wir kümmern uns vordergründig um technische Prozessberatung, aber auch Strategieberatung bei unseren Kunden. Und ich möchte heute einen kleinen Auszug zum Thema Standardisierung im Werkzeugbau mal zeigen. Dazu würde ich mit einer Frage eigentlich anfangen. Ist es die Einzelteilfertigung, was wir hier sehen, oder ist es eine Serienfertigung, also ein klassischer Band, wo Fahrzeuge drauflaufen? Da gibt es eigentlich gar keine konkrete Antwort. Ist es jetzt das eine oder das andere? Es ist beides, eigentlich beides. Klar laufen dort immer die gleichen Linien. Oh, ich habe irgendwo eine Rückkopplung. Schon weggedrückt. Okay. Klar laufen dort immer ähnliche oder gleiche Linien über dieses Band, aber kein Fahrzeug gleich dem anderen. Also wir haben jetzt einen Dreier, der ist schwarz, dann ist er silber. Dann haben wir einen mit dem großen Navi-Paket, kleines Navi-Paket, M-Sport-Paket. Also wir haben tausende Varianten, wenn man sich mal ein Fahrzeug konfiguriert, die Möglichkeiten, die es gibt, um sein Fahrzeug zu konfigurieren, ist ja unendlich hoch schon fast. Und trotzdem ist es gelungen, dass ein Fahrzeug, wie es sein soll, vom Band rollt und jedes Teil findet sein richtiges Fahrzeug. Und genau dieser Gedanke oder diese Denkweise, die müssen wir irgendwie versuchen, in den Werkzeugformen Modell- und Maschinenbau zu übertragen, zu schauen, was ist denn ähnlich, was kann ich gleich behandeln und was gehört nicht zueinander. Genau. Was heißt eigentlich Standardisierung? Standardisierung heißt nichts anderes erstmal wie Prozesse nach Mustern zu vereinheitlichen, mit dem Ziel, einfach effizienter zu sein und auch die Abläufe klar zu strukturieren, so dass es einfach klar ist. Nur so gelingt es uns, unnötige Rückfragen oder Rückfragen allgemein, Fehler zu reduzieren und den Informationsfluss zu verbessern. Das machen wir jetzt nicht nur einfach, weil es nur Spaß macht, sondern weil wir natürlich ein großes Ziel haben in Unternehmen und es ist natürlich wirtschaftlich zu sein. Wir haben hierzu mal eine Umfrage gestartet mit 70 Unternehmen und haben gefragt, wie viel Maschinenlaufzeit bis 2020, also dieses Jahr, notwendig sein wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dann sieht man eigentlich, dass 83% schon sagen, ich brauche mehr als 3.500 Stunden. Wenn man sich das Thema Effizienzsteigerung anschaut, sagen eigentlich 100%, wir müssen mindestens 5 bis 10% oder noch mehr an Effizienz steigern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 97% schätzen, dass mindestens größer 5% die Durchlaufzeit reduziert werden muss, um einfach Gewerke schneller fertigzustellen. Das bedeutet jetzt hier auch, wenn man jetzt eine Nominallieferzeit von 16 Wochen hat und wir jetzt mal das Mittel nehmen, von 10 bis 15%, wo 43% der Teilnehmer sogar geantwortet haben, diesen Wert gibt, reden wir von ungefähr 2 Wochen Reduzierung der Durchlaufzeit für ein Gewerk, was vorher 16 Wochen Lieferzeit hatte. Also wir machen das aus einem Grund heraus, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben, um weiterhin eine höhere Rendite, also Effizienz, Wirtschaftlichkeit einfach zu haben. Wir haben auch ein paar Zahlen mal gemessen, durch Maßnahmen, die wir umsetzen, aber auch durch unseren Benchmark, den wir haben. Und zwar konnten wir sagen oder können wir sagen, dass 17% durch Durchlaufzeiten nur aufgrund der Standardisierung reduziert werden konnte. Ähnlich verhält sich das bei den Maschinenlaufzeiten. Auch hier 14% Steigerung durch die Standardisierung. Natürlich geht das eine mit dem anderen ein bisschen einher. Da gibt es Beispiele, da würde ich gleich noch drauf zurückkommen. Aber mal zu zeigen, was da so für Maßnahmen dahinter stecken, um diese Werte zu erreichen. Aber was beschäftigt eigentlich heute den Werkzeug, Modell, Formenbau, auch Maschinenbau? Das ist eigentlich an der ersten Stelle, was sind meine Herausforderungen heute? Ich habe viele, viele Hürden heute zu nehmen. Das ist Thema Digitalisierung, Mitarbeitermotivation, Flexibilität, Schnelligkeit, Preisdruck. Dann noch das ganze Thema des demografischen Wandels, wie Führungsstile, jung, alt, solche Geschichten. Was tun die Unternehmen eigentlich dafür? Was hat sich in den letzten 1 bis 2 Jahren verändert, in den Unternehmen? Wie verändert sich das Ganze drumherum?
Und natürlich das ganze Thema Digitalisierung. Eine Standardisierung allein, ich hatte es ja eben schon gesagt, kann man gar nicht so einzeln sehen, sondern ist ein Zusammenschluss von Digitalisierung, Automation, Standardisierung. Die verknüpfen oder die knüpfen schon ineinander. Müssen wir einfach schauen, was das Thema Digitalisierung heute bedeutet. Heute ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Thema ein bisschen gekürzt auf die halbe Stunde, also auf die Digitalisierung werden wir nicht so tief einsteigen. Genau. Aber um jetzt auch mal zu schauen, wie der Status quo ist, gab es mal eine Umfrage vom VDWF, dieser Werkzeug Bau 4.0. Ich habe es sogar noch da. Ich muss den Hintergrund ausschalten. Ich muss es für die Brust hängen. Genau. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gesehen. Und zwar war das so eine Art Standortbestimmung. Wie Industrie 4.0 bin ich eigentlich? Und hier nehmen wir uns jetzt spezifisch diesen einen Wert oder zwei Werte mal raus. Das ist das Thema Standardisierung. Das hat eine Kennzahl etwas kleiner als 2. Sagen wir mal 2. 1 war, ich kann es ja nochmal vorlesen, Wertschöpfungsprozess erfolgt im geringen Maße mit Templates. 2 Punkte wären, jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen das Fenster zur Seite schieben. Genau. Eine Bauteilklassifizierung ist eingeführt und ein Standardisierungsverantwortlicher ist bekannt und benannt. 3 Punkte gab es für Kalkulation, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung erfolgen überwiegend über Templates. Und volle Punktzahl hat man sich gegeben, wenn der gesamte Wertschöpfungsprozess in sämtlichen Unternehmensbereichen komplett übergreifend standardisiert ist und Standards stetig entwickelt und gepflegt werden. So, das heißt, wir bewegen uns jetzt mit einer Kennzahl 2. Eine Bauteilklassifizierung ist eingeführt und ein Standardisierungsverantwortlicher ist benannt. Genau, das ist natürlich noch kein großer Wert. Und wir schauen uns gleich auch nochmal an, was das Thema Bauteilklassifizierung angeht. Hier würde ich nochmal gerne auf die Prozesssicherheit kommen. Auch hier haben wir einen Wert von knapp 2,5. Einfach mal bitte merken für den weiteren Verlauf, was das Thema Prozesssicherheit eigentlich für den Prozess bedeutet. Genau. Zum Standardisierungsgedanken kennen wir 2, Bauteilklassifizierung ist durchgeführt. Auch wir haben in unserer Benchmark-Datenbank Kennwerte, die wir abfragen und auch soweit hinterlegen, stellen wir eigentlich fest, je weiter ich mich im Prozess hinten befinde, also in der Fertigung, in der Programmierung, umso höher ist eigentlich die Standardisierung. Aber dort, wo sie eigentlich beginnen sollte, wird sie oft vernachlässigt. Und das ist das Thema Bauteilklassifizierung ist eingeführt. Hier sehen wir einen Kennwert von 0,4, also 40%. Ist eine Bauteilklassifizierung durchgeführt. Im Gegenzug sind zu knapp 80% Bearbeitungswerkzeuge maschinenübergreifend standardisiert und über 90% ist die Schnittwerte sogar aus dem CAM-System verwendet werden. So, das heißt, eben haben wir gerade so einen kleinen Zwiespalt gehört. Wir haben eine Bauteilklassifizierung, die ist eigentlich eingeführt, aber eigentlich macht sie doch nicht jeder. Und was das ist, dann kommen wir auch nochmal gleich zu. Also wichtig ist zu verstehen, zu sagen, je früher ich einen Prozess anfange, desto viel mehr Möglichkeiten habe ich auch den Prozess entsprechend weiterhin daraus zu steuern und Ergebnisse und Informationen vorgeschaltet auch besser zu nutzen. Genau. Auch dann haben wir das Thema Prozesssicherheit. Wie viele Kollisionen? Wie stelle ich einen reibungslosen Ablauf sicher? Wie viele Kollisionen habe ich im Jahr? Wer ist denn eigentlich verantwortlich? Also wenn wir jetzt den zweiten Balken mal nehmen, 91% sagen, dass die Verantwortung für lauffähige NC-Programme beim Programmierer liegen und nicht beim Bediener. 61% verwenden NC-Programmierung mit einem Simulator. Das heißt, auch hier fehlen einem eigentlich die Mittel, Kollisionsfreiheit zu gewährleisten. Also ich muss natürlich irgendwo was dafür tun, dass auch jemand diese Verantwortung übernehmen kann. Auch das schauen wir uns gleich einfach nochmal an. Wenn man sich ganz unten anschaut, virtuelle Komplettwerkzeuge oder reale Fertigung und virtuelle Komplettwerkzeuge stimmen zu 99% überein, habe ich jetzt auch die letzten Tage was gelernt. Klingt eigentlich viel. Wenn man es jetzt hinterfragt, ist es wirklich viel. Wenn man annimmt, dass bei 99,9% die Sicherheit in der Luftfahrtbranche liegt, würden täglich 126 Flugzeuge abstürzen. Dann klingen diese 99% eigentlich gar nicht mehr so hoch. Die Zahl kommt von Statista, also 46 Millionen Flüge im Jahr 2018. Und wenn man da diese 0,1% annimmt, kommt da schon wieder eine Menge zusammen. Und dann ist die Frage, was ist akzeptabel? Genau. Was standardisiere ich eigentlich, wenn ich jetzt von der Prozesssicherheit auch in die Standardisierungsgedanken weiterkomme? Was für Bauteile oder Anwendungsbeispiele haben wir da eigentlich? Ganz klassisch, wie ich schon eben gesagt hatte, die Bauteilklassifizierung in der Konstruktion und Programmierung, Lego-Prinzip, Steinchen bauen.
auch in der Konstruktion, was natürlich auch später in der Montage oder auch Fertigung übernommen werden kann. Kalkulation und Planung. Wenn ich weiß, was es für Teile sind, kann ich natürlich auch hier entsprechende Wikis oder Wissensdatenbanken aufbauen, zu schauen, was für Bauteile habe ich, wie lange dauern die in der Regel, welche Aufwände sind notwendig, um die herzustellen, und kann entsprechend hieraus eine Kalkulation oder auch eine etwas realistische Planung ableiten. Thema Konstruktion, das schauen wir uns gleich nochmal im kleinen, gebilderten Beispiel an. Arbeitsplanung genauso, also die komplette Wertschöpfungskette. Benennung von Teilen, das heißt, Nomenklatur auch ganz wichtig. Gleiches einfach gleich nennen. Wir sind jetzt nicht in der Poesie oder wo wir einfach versuchen, ganz viele Begrifflichkeiten zu verwenden, um einfach nicht immer die gleichen Sätze oder die gleichen Wörter zu verwenden, sondern hier ist es einfach wichtig zu sagen, ist es ein Niederhalter, ist es ein Messer, ist es eine Backe, ist es ein Schieber, einfach die gleichen Begrifflichkeiten zu wählen. Genau, auch die Bearbeitungswerkzeuge natürlich, die kann man auch ganz gut standardisieren. Und auch ganz wichtig, Informationsfluss. Wie ist eigentlich der Informationsfluss? Durch was erfolgen Informationen? Farbgebung, Stückliste, Listen und so weiter. Und natürlich auch im Allgemeinen der Informationsfluss. Das Thema Rohlinge, und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die man dann einsetzen kann. Heute ein bisschen gekürzt. Schauen wir uns einfach ein paar an. Die Vorteile, hat man eben schon gesagt, hat man ja auch gesehen. Ich kann meine Durchlaufzeit reduzieren und ich kann den Aufwand, also meine Effizienz, steigern. Ich richte aber auch die Prozesskette nach meinem Schwächsten, nicht nach dem Stärksten. Das heißt, ich bündel das Know-how in intelligente Schablonen, intelligente Vorlagen, die für jedermann zugänglich sind. Das heißt, habe ich ein Teil, was auf eine Schablone Anwendung findet, kann ich sicherstellen, dass das Teil immer gleich behandelt wird. Genau. Auch beim Thema Werkzeugstandardisierung ist immer möglich, die Stillstandszeiten reduzieren, die verursacht werden durch Werkzeuge vorbereiten, Werkzeuge zusammenbauen, Werkzeuge einmessen, also voreinstellen, rüsten der Kette eventuell, oder ich muss manuell mein Werkzeug einwechseln, was mir natürlich wieder Stillstandszeiten an meinen Maschinen verursacht. Eben schon gesagt, oben auch, gleichbleibende Qualität und Fehlerminimierung. Natürlich ist die Best Practice in einer Schablone verankert. Das heißt, ich habe immer die gleiche Qualität und optimiere diese natürlich stetig weiter, sodass Fehler weniger passieren. Auch durch die Tatsache, dass wir einfach die Vorgehensweisen anwenden und immer gleich. Genau, Transparenz für jeder und auch die Reduzierung der Werkzeugvielfalt durch die Werkzeugverwaltung. Das sind jetzt auch wieder so Punkte, aber wie gehe ich da jetzt eigentlich vor? Bisschen gekürzt, aber wir gehen jetzt einfach mal, wie wir eine Standardisierung umsetzen könnten oder wie man eine Standardisierung umsetzen kann. Wie schon anfangs gesagt, Bauteilklassifizierung. Das ist ganz wichtig, der erste Schritt. Welche Produkte habe ich eigentlich? Aus welchen Teilen bestehen meine Produkte? Also wenn ich jetzt ein Umformwerkzeug habe oder ein Spritzgusswerkzeug, aus welchen Bauteilen bestehen diese Werkzeuge? Wenn ich vielleicht sogar ein etwas größeres Portfolio anbiete, gibt es vielleicht sogar Teile, die ähnlich sind, die eigentlich in unterschiedlichen Produkten verbaut sind. Also wenn man jetzt ganz krass sieht, ich habe einen Werkzeugbau und mache trotzdem noch Lehren oder sowas. Was kann ähnlich behandelt werden, obwohl es in einem gänzlich anderen Produkt unterwegs ist? Und hier muss man Unterscheidungen treffen, nach welchen Merkmalen gehe ich. Ist es die Geometrie, ist es meine Produktart, die Herstellungsart, das Material, die Komplexität, Oberflächen. Also da gibt es die wildesten Kategorien. Wichtig ist, zu schauen, welche Teile haben wo Ähnlichkeiten. Wenn ich das habe, kann ich diese Erkenntnis in meiner Konstruktion in Form von Vorlagen und Templates hinterlegen. Das heißt, ich lege mir hier schon speziell für die Bauteile selber in meinem Strukturbaum Elemente an, meine Steuergeometrien, sodass ich eigentlich nur noch die geometrischen Flächen und Volumenkörper entsprechend hier hinterlege und ansonsten sehr viel über diese Abzugskörper, das heißt auch hier schon Bearbeitungen, Rohteile, Bohrungen hinterlegt werden, die ich dann im späteren Verlauf nutzen kann. Die Bauteilklasse wird auch von der Konstruktion entsprechend vorgegeben, weil man weiß ja, was man konstruiert. Wichtig ist auch, dass ich hier eine einheitliche fertigungstechnische Ausfertigung realisiere. Das heißt, auch hier schon speichere was oder weiß, welche Werkzeuge habe ich eigentlich zur Verfügung, welche Radien, wenn ich die Wahl habe, also mich abseits der Produktdaten befinde, welche Radien kann ich verwenden, um auch später einen reibungslosen Ablauf in der Fertigung zu unterstützen. Genau, das Ziel in der Konstruktion ist, das gesamte Bauteil so intelligent zu gestalten. Jetzt fällt hier leider auf, links ist ein Schieber, rechts ist einfach mal so ein paar Produkteigenschaften aus einem Schneidmesser.
Mir geht es darum, auch das Thema Stückliste, Fertigungsinformationen, aber auch Normalieninformationen digital zu halten, um später auch eine Stückliste ableiten zu können, um gewisse Informationen wie Rohmaße digital abgreifen zu können, auf die dann eine Wissensdatenbank, ein PPS, MES, ERP-System zurückgreifen kann. Auch hier die Farben. Das ist jetzt nicht, weil es einfach nur schick ausschaut, sondern hier ist eigentlich auch der erste Gedanke, also apropos Standardisierung, der erste Gedanke, Farben zu verwenden, um Informationen weiterzugeben. Das heißt, ich definiere, und das denke ich, kennt der Großteil der Teilnehmer heute, ich hinterlege jeder Farbe eine Anforderung an Fläche. Daraus leite ich ab, wie ich sie irgendwann mal herstelle. Ja, muss ich sie schlichten? Muss ich mit einem kleineren Step arbeiten? Muss ich sie schrubben oder reicht eine Schrubbearbeitung? Kann ich damit anderen Werkzeugen? Das heißt, auch hier neben allen Informationen versuchen immer, diese digital zu halten. Wenn ich jetzt weiß, was das Teil benötigt, um es herzustellen, kann ich auch entsprechend festlegen, was brauche ich eigentlich dazu. Kaufe ich es zu? Ist es ein typisches Eigenfertigungsteil? Oder ist es ein Zukaufteil? Das definiere ich auch schon, eine Bauteilklassifizierung. Also auch hier wichtig zu wissen vielleicht, wo ist mein Prozess so gut, dass ich wertschöpfend Teile herstellen kann? Wo sind vielleicht Teile, die ich in einer normalen Auslastungssituation einfach fremdvergebe und vielleicht nur auslastungstechnisch spiele? Aber auch letztendlich, welche Bearbeitungsschritte hängen dahinter? Man hat eben in diesen Objekteigenschaften gesehen, dass es ein gewertetes Teil war. Das heißt, hier muss ganz klar irgendwo eine Wärmebehandlung stattfinden. Vielleicht ist es auch ein formgebendes Teil und ich habe Verzug, also muss ich irgendwo noch einen Bearbeitungsschritt Hartfräsen einbauen. Das heißt, aus diesen ganzen Erkenntnissen kann ich hier einen kompletten Arbeitsplan ableiten mit Softwareunterstützung oder halt auch ohne. Und auch eine ganzheitliche Planung auf Basis dieser vordefinierten Parameter und Eigenschaften zu machen. Das heißt, ich weiß, welche Teile, welche Fertigungsschritte in etwa wie lange ablaufen und muss entsprechend auch in der Vielzahl der Teile entsprechend meine Maschinen und Ressourcen einplanen. Genau. Wenn man sich dann in der CAM-Programmierung anschaut, was wäre da möglich oder wie standardisiere ich dort? Als erstes erstelle ich auch hier Vorlagen für meine Bauteilklassen oder Bauteile, die für mich relevant sind. Nutze dort auch Bearbeitungsvorlagen, wo ich durch Farben die Farben aufgreife und schon Bearbeitungsstrategien hinterlege. Genau. Auch hier das Thema Qualitätssicherung, Prüfung, die Standardisierung davon. Das heißt, wie messe ich eigentlich Teile? Auch vielleicht hier schon in dem Punkt Messen auf der Maschine, was immer mehr und mehr Thema wird, schon direkt vorhalten, planen und einfach durchführen. Rüstkonzepte vorgeben. Wie wird ein Teil gespannt oder nicht gespannt? Immer mit dem Ziel, zum einen die Aufwände gering zu halten, zum anderen natürlich auch die Vielfalt von Spannmitteln und Werkzeugen. Genau. Das Ziel hier ist auch, das System so weit, ich sage jetzt mal, zu trainieren, zu schulen oder einzustellen mit dem hohen Know-how, dass Bearbeitungen automatisiert oder teilautomatisiert vorgenommen werden. Anhand, wie gesagt, dieser Parameter, die vorher gegeben sind, was für ein Material bin ich, was für eine Bearbeitung bin ich, welche Geometrie besitze ich und entsprechend hier einfach durch Selektion, Deselektion teilautomatisiert oder sogar hochautomatisiert zu fräsen. Wichtig hierbei ist, nie den 100%-Ansatz zu verfolgen. Sonst werden wir A nie fertig oder man hat eine unendliche Vielzahl an Bauteilklassen geschaffen, die wieder mein ganzes System komplex gestalten. Also auch hier wieder schauen, was ist mein Kerngeschäft? Womit, wie oft habe ich welche Bauteile auf der Maschine und welche nicht? Oder vielleicht auch mal einen Kompromiss eingehen. Genau. Dann ist es auch ganz wichtig, diese Vorgaben in der Fertigung umzusetzen. Ja, das heißt jetzt nicht, also wie hier zum Beispiel virtuelle Werkzeuge abbilden oder schaffen, also die virtuellen Werkzeuge in der Realität schaffen, sondern auch hier schon die Mitarbeiter einbeziehen. Also es ist jetzt nicht der erste Schritt, wo die Fertigung aktiv wird, sondern dieser ganze Prozessaufbau, diese gesamte Standardisierung funktioniert nur, wenn ich dabei alle Bereiche berücksichtige und auch das Know-how der einzelnen Bereiche verwende, nutze und auch in meine Vorlagen, in die Schablonen und in mein Wiki oder in meine Wissensdatenbank aufnehme. Genau. Das Ziel ist immer, virtuelle Welt und reale Welt gleichzusetzen und gleichzuhalten. Nur so kann ich auch das Thema Prozesssicherheit, wir haben ja eben gesehen, 99%, kriegen wir das hin? Was bedeuten 99%? Auch hier sicherzustellen und die Mittel zur Verfügung zu haben, um diese Verantwortung übernehmen zu können, dass es mal nicht knallt. Vorausgesetzt,
meine virtuelle Welt und reale Welt passen zueinander. Genau. Also da gibt es dieses Stichwort, was wir immer haben, diesen digitalen Zwilling, das heißt Werkzeuge, Bauteile, Maschine. Genau. Werkzeugstandardisierung, auch hier ein Beispiel. Wir haben eben mal so ein Bild gesehen, was ist eigentlich dabei zu beachten. Wichtig ist, sich klarzumachen, welches Werkzeug braucht jede Maschine. Welches Werkzeug kann ich maschinenübergreifend verwenden? Was sind Sonderwerkzeuge? Wie gehe ich mit festen Werkzeugen oder mit diesen Gruppenwerkzeugen oder mit den zusätzlichen Sonderwerkzeugen, wie gehe ich damit um? Auch die Vielzahl, wenn man versucht, natürlich jede Bearbeitung abzuleiten und daraus ein Standardwerkzeug zu erstellen, auch da werden wir natürlich keinen großen Benefit haben oder alles ein bisschen riesig aufbauen, sondern hier muss eigentlich in der Konstruktion schon vorgeschaltet das Thema beachtet werden, zu sagen, okay, ich habe die Werkzeuge verfügbar, ich versuche jetzt in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, in den Freiheitsgraden, die ich habe, diese Werkzeuge entsprechend einzusetzen, um die Vielzahl zu reduzieren oder aber auch in der mechanischen Fertigung, Programmierung, Kompromisse einzugehen. Also auch hier niemals den 100%-Ansatz zu verfolgen und einfach zu sagen, okay, ich könnte jetzt theoretisch ein 10 oder 15 mm kürzeres Werkzeug nehmen, aber ich habe halt ein Standardwerkzeug, das drinne und vermeide dadurch unnötige Stillstandszeiten in Form von Werkzeuge zusammenbauen, voreinstellen, rüsten und dann vielleicht auch, habe ich gar nicht die erprobten Schnittwerte für dieses, in Anführungszeichen, Sonderwerkzeug, sondern kann mein Standardwerkzeug mit den optimalen Schnittwerten fahren. Genau. Wichtig hierbei auch zu beachten ist, wie verwalte ich meine Werkzeuge, wie vermesse ich diese, wie stelle ich diese bereit. Also auch da muss dieser Ablauf, der Informationsfluss standardisiert werden. Ab wann ist ein Sonderwerkzeug? Sonderwerkzeug, wo kommt die Information her, wenn ich mal ein Werkzeug brauche, was ich nicht aus meinem Standardpool nehmen kann. Genau. Wichtig hierzu, ich weiß gar nicht, bin ich noch zeitlich? Ja, zeitlich bin ich noch eigentlich echt zu gut schon fast. Also wenn wir ganz vorne anfangen und hinten aufhören im Prozess, sich mal anzuschauen und das mal zu klassifizieren, also mal diese Beispiele durchzugehen oder den Prozess so aufzubauen, jetzt bin ich fertig. Das wird wahrscheinlich nie eintreten. Also man ist nie fertig, denn ein Prozess obliegt der Wartung wie eine Maschine. Und deswegen müssen wir diesen Prozess stetig überwachen und optimieren. Und wir sammeln jederzeit Erkenntnisse und auch verändert sich der Markt in diversen Bereichen, so dass wir immer den Best Practice in den Vorlagen und Schablonen pflegen sollten. Also auch hier werde ich nie fertig. Ich muss mir einen Zielzustand definieren. Das ist ganz wichtig. Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hin? Und entsprechend dieses Ziel verfolgen. Genau. Ja, Tomek, super. Das war's von mir. 5 Minuten zu früh, ne? Ja, alles gut. Alles gut. Passt. Vielen Dank jetzt erstmal dir. Ich würde jetzt mal anfangen, die Mikrofone wieder anzuschalten, dass wir vielleicht noch ein paar Fragen stellen können. Also alle, die jetzt genug haben, können sich gern auslocken oder die im Hintergrund schreiende Kinder haben oder bellende Hunde oder ähnliches. Um euch da kurz einen Moment Zeit zu geben, würde ich jetzt erstmal den Jens Lüttke, wenn ich ihn hier finde in meiner Liste, einschalten wollen. Der kann euch nämlich kurz, solange alle, die nicht mehr oder die austreten wollen, austreten gehen, kann euch was dazu erzählen, was euch morgen erwartet. So, jetzt kann ich den bloß irgendwie nicht mehr einschalten. So, Jens. Wahrscheinlich habe ich mich selber stumm geschalten, deshalb ging es nicht. Alles klar. Genau. Jo, also morgen möchte ich ein bisschen was über das Thema Veränderungsprozesse erzählen. Und zwar, wie können wir die erfolgreich steuern? Welche Hilfsmittel gibt es denn da dazu? Wie gelingt es uns, die Mitarbeiter, die Menschen ein klein wenig mitzunehmen? Und an was können wir uns da einfach ein bisschen orientieren? Ich möchte ein kleines bisschen dann, ich bin zwar kein Psychologe, aber es vielleicht auch tatsächlich ein kleines bisschen auch herleiten. Was steckt denn psychologisch da dahinter? Wie läuft ein Veränderungsprozess in den Firmen so ab? Und ja, einfach da ein paar Hilfsmittel, ein paar Handlungsempfehlungen, Tools an die Hand zu geben, wie man so einen Veränderungsprozess doch erfolgreich steuern kann. Okay, top. Gut, also nochmal danke an dich, Tomek. Wir hatten zu Spitzenzeiten 85 Teilnehmer dabei. Es waren durchschnittlich 83 online. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es war ziemlich gut oder sie sind eingeschlafen oder beides. Ich nehme mal an, sie waren alle wach. So, jetzt schalte ich mal bei allen das Audio wieder ein, sodass ihr noch Fragen stellen könnt. Ich hoffe, wenn ich jetzt das Audio für alle die Mikrofone freigebe, dass es sofort pfeift und Schläge tut und so weiter,
Wir probieren es jetzt einfach mal. So, ist es einigermaßen verständlich noch? Oder einzige Rauschkulisse? Ja, es ist einmal Rauschen. Okay, wer von euch hat denn eine Frage an den Tomek? Ralf, ich hätte noch was anzumerken in Sachen Standardisierung. Passt das? Ja, kannst du ein bisschen lauter sprechen, Dirk? Ja, ich hätte noch was anzumerken, was da gut reinpasst. Farben, dass wir Farben verordnen und demzufolge dann Eigenschaften, Toleranz, Oberflächenqualität und so weiter zuordnen. Da haben wir ja vom VDBF die Farbtabelle gemacht, die dort eine Vorlage gibt. Einheitliche Farben hat natürlich den Charme, dass wenn man sich untereinander hilft, was im VDBF ja üblich ist, dass man dann auch die gleichen Farben hat und nicht bei einem eine geschlichtete Oberfläche, die andere geschrubbte ist oder H7 und da einer reinbohrt und das Teil dann verloren ist. Wäre ein Beitrag, die Farbtabelle hat sich, haben wir erarbeitet, sehr umfänglich. Da sind eine Menge Erfahrungen von vielen VDWF-Mitgliedern eingegangen. Die hat sich wie Lauffeuer verteilt bei den Leuten, die sagen, oh ja, wir brauchen jetzt eine Farbtabelle. Wir müssten da mal was machen. Die haben sofort die Tabelle übernommen. Natürlich verstehe ich, dass die, die eine eigen erarbeitete Farbtabelle haben, die sie sehr lieb gewonnen haben, dass denen das nicht so leicht fällt. Das ist verständlich. Aber mit Blick in die Zukunft und die Standardisierung wäre das sicher ein Vorteil, mal darüber nachzudenken. Das wollte ich kurz beitragen. Okay, danke Dirk. So, gibt es noch Fragen aus der Runde? Doch, allein geschlafen. Aus keiner. Nein. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt so kurz vor 11:30 tatsächlich geschafft, uns an Martin Luther zu halten. Man kann über alles sprechen, aber nicht länger wie 30 Minuten. Von daher danke, dass ihr alle dabei wart. Schaut bitte regelmäßig auf die Homepage. Die neuen Themen für nächste Woche gehen zeitnah online. Ja, und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid am 11 Uhr Loch. Und gerne weitersagen. Wie ihr wisst, ist die Teilnahme kostenlos, aber nicht umsonst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Auf bald. Ciao. Ja. Tschüss. Danke. Ciao.